Weiter geht's hier im Final Fantasy VII Remake Intermission. Und ja, wir haben ja mit denen geredet, wir haben ja das Spielchen gemacht. Bloß, gut, er scheint nichts mehr zu haben, aber sie, die haben halt dieses Hauptstory-Zeichen über dem Kopf, ne? Ich habe halt Angst, dessen gucken wir uns jetzt mal außen um. Wenn ich dir jetzt anspreche, dass ich die Story weiter tricke. Bevor du gehst, sollten wir vielleicht noch ein paar Informationen austauschen. Okay, das Thema hat sich erledigt. Ich wollte mich eigentlich draußen umgucken, weil er sagt ja auch wegen Shetley. Ah, gut, er lässt mich nicht raus. Dann gucken wir nochmal. Spielen wir eine Runde vor Condor? Das hatten wir doch gerade. Vielleicht muss ich nochmal gegen ihn oder geht das immer wieder? Wir probieren es noch einmal aus, ich weiß es nicht. Ich dachte, ich kann jeden nur einmal. Nicht schon wieder das Tutorial. Ja, das hatten wir erst. So, 8, 6. Ausstellung bearbeiten, Materia. Brett wechseln bei L2. Ich habe das Magiebrett, das normale. Wo ist dein Unterschied? Wir bleiben mal beim Anfängerbrett. Ich weiß es mir nicht. Fangen wir einfach mal an. Ich bin bei dem Spiel noch kein Experte. Aber gut. Wenn er gleich immer noch das Zeichen hat, kann man wohl immer wieder. So, Moment. Im Nachttal, dann setzen wir den hin. Da hat er gleich, da schicken wir gleich nochmal einen hinterher. Im Nachttal nehmen wir den nochmal dazu. Und wir versuchen hier auch gleich. Wir brauchen erstmal ATB. So. Nehmen wir den Grenadier. Okay, der kommt hier nicht ganz so. Ich brauche erstmal ATB leisten. Ja, guck, jetzt läuft das Ganze nämlich schon anders ab. Der wäre aber übelst im Nachteil. Der wäre gut. Oh ja. So, warte mal. Wir nehmen hier noch meine MG-Drohne. Okay, hier sieht es schlecht aus. Ja, die B-Leiste muss erstmal. Ja gut, die wäre im Nachteil, die wäre im Vorteil. Okay. Wir haben noch die Drohne hier. Die kommt zumindest gut voran. Das ist schon mal schön. Hier muss definitiv der Wärmvorteil. Das ist schon mal gut. Jetzt wollen wir jetzt mal ATB leisten. So, da setzen wir den nochmal hin. Was sein muss, muss sein. Hier muss ich wahrscheinlich nachsetzen. Ah gut, die ATB-Leiste, ne? Die ATB-Leiste. Okay, meiner hat's geschafft. Da muss trotzdem... Jojo. Definitiv Nachschub mit hin. Hier, eine Drohne. Hier. Muss definitiv auch nochmal. Das ist ja übel, was der hier jetzt rausknallt. Aber gut, der ist ja schon gut beschädigt worden. So ist es nett. Den kommt hier auch nochmal. Dankeschön. Dankeschön, dann könnt ihr hier weiter. Und hier kommt der nochmal ein Gandist mit hin. Ah, es sind die Geschütze da hinten, ne, die mit so einen Schaden machen. Ja, ja. Hier muss auf jeden Fall eine Drohne hin. Ganz oben. So, und hier sieht es mir auch nochmal so einen hin. Und dem verpassen wir auch nochmal einen Grenadier. Sehr schön. Ah, das kommt, weil die Geschütze da vorne halt sehr gut Schaden mitmachen. Ne? Aber gut. Hier kommt nochmal ein Gardist mit hin. Muss auch gucken, er hat auch schon Nachschub geschafft. Eigentlich ein interessantes Spiel. Aber gut, wir wollen ja auch die Story erleben. Ich will mich jetzt hier nicht stundenlang mit dem Spiel aufhalten. Ich wollte es nur ausprobieren. So, hier setzen wir uns dumm an mit hin. Schön. Damit wir da rankommen, aber wie es aussieht, kriegen wir ihn. Er kam an unsere Türme noch gar nicht ran. Er ist gleich ein los. Das ist schon mal gut.
unbedingt. So, guck, den einen ist er los. Das ist ein Träumchen. Zeit läuft aber auch ab. Wunderbar, das haben wir gewonnen. Kondomünze. Alles klar, Jens. Wie beenden? Sagt ja, wer die. Ich bin wohl nicht so gut, wie ich dachte. Alles ist klar, Jens. Aber ist schon nice. Man muss ja nicht unbedingt das gegnerische Lager zerstören. Es reicht, ja? Aber er hat aber ein anderes Zeichen. Jetzt hat er so ein rundes. Das heißt wohl, man kann gegen ihn spielen. Aber hat nichts mehr mit der Story zu tun. Sonon lässt sich aber Zeit, ob er wieder auf dem Wallmarkt ist? Was ist denn ein Wallmarkt? Midgars Vergnügungsviertel ist eher was für Erwachsene. Mhm. Was für Erwachsene? In der Gegend gibt es ein paar besondere Läden. Ist etwas schwer zu erklären. Schon okay, ich kann's mir gut vorstellen. Da gibt's bestimmt lauter stickige Bars mit schlechtem Essen. So scharfes und stinkendes Zeugs. Und alle rauchen. Hä? Huh? Und saufen tun sie auch und erzählen, wie viel schlimmer sie es doch früher alle in ihrer Kindheit hatten. Die Jugend von heute hat es viel zu einfach. Dabei treibt ihr die Welt in den Abgrund. So einen Laden für Erwachsene haben wir in Wutai auch. Schildkrötenparadies heißt er. Das Schildkrötenparadies? Das gibt es hier auch. Was? Ich war selbst noch nie da, also weiß ich nicht, wo es sich genau befindet. Aber ich sehe ab und an Flyer. Echt? Oh, ob das Teil von Operation Nieder mit Midgar ist? Ganz schön schlau, Schildkrötenparadies. Ach ja, hier läuft manchmal ein älterer Herr herum, der die Flyer verteilt. Er nennt sich Alter Schnapper. Er ist so auffällig gekleidet, dass man ihn sofort erkennt. Du solltest ihn suchen gehen. Das werde ich. Ich bringe ihm auch ein paar Dachaubohnen mit. Ah. Ich stehe mir hier noch die Beine in den Bau. Ich kundschafte die Gegend aus. Mach genau. Das, aber geh lieber nicht zu weit von hier weg, okay? Genau das hotten wir doch vor, damit wir uns hier mal umgucken können. Außen haben wir draußen. Nicht vergessen, in der letzten Folge eine Materie gesehen. Die muss mit, und zwar irgendwo hier rechts rum. Kennst du ein Spiel namens Vor? Und zwar hier, ne? Jo, da müssen wir noch von andersrum irgendwie hinkommen. Warte mal. Hier kommen wir nicht durch. Fort Kondo ist überall ausverkauft. Wie kommen wir denn da hin? Hier durch? War das nicht das, wo wir im Hauptspiel die Katzen für Betty finden mussten? Heute lese ich euch die Abenteuer von Stan, dem treuen Hund, vor. Wow, 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 wow! Mein Name ist Stamp. Der Kommandant hat Stamp gebeten, in der Stadt einen Laib Brot einkaufen zu gehen. Also läuft Stamp eifrig in die Stadt und folgt dem Duft von frisch gebackenem Brot. Hopp, hopp, immer der Hundenase hinterher. Auf seinem Weg riecht Stamp Milch und Schinken und Kuchen. Aber die stehen nicht auf seiner Liste. Ohne Umwege läuft Stamp zum besten Bäcker in der Stadt. Dort kauft er einen frischen und wunderbar duftenden Laib Brot. Stamp geprüft. Gut gelaunt, ein Liedchen vor sich her summend, macht sich Stamp mit seinem Einkauf auf den Rückweg zu seinem Stützpunkt. Da sieht er plötzlich am Straßenrand einen kleinen Mogri, der bitterlich weint. Was ist los? Fragt Stamp den kleinen Mogri. Ich habe so schrecklichen Hunger, Kupo, antwortet der Mogri. Armer kleiner Mogri, hier, für dich. Stamp überreicht dem Mogri den Laib Brot. Dankeschön, Kupo, sagt der Mogri und lächelt Stamp glücklich an. Dein Umhang ist aber niedlich. Stamp kehrt ohne das Brot nach Hause zurück. Aufrichtig erzählt er seinem Kommandanten, was ihm auf dem Weg passiert ist. Ich verstehe. Das war sehr nobel von dir, sagt der Kommandant zu Stamp. Lobend streichelt er Stamp über den Kopf. Du bist ein großartiges Vorbild. Stamp freut sich sehr über das Lob und wedelt aufgeregt mit dem Schwanz. Was für ein wunderschöner Tag. Die Geschichte ist zu Ende. Und, hat sie euch gefallen? Okay, Art Unterricht hier. Willst du dir die Geschichte schön auch anhören, Mogri? Schön, schön, schön. Ja, ja, Kupo. Wunderbar, und hier ist die Materie. Die nehmen wir natürlich mit. Widerstand. Okay, warte mal. Widerstand. Das ist die da.
Erhöhte Resistenz gegen Zustandsveränderungen der verbundenen Materie kann mit Gift, Zeit, Versiegelung und Zerstörung verbunden werden. Ja, das glaube ich, tun wir auch. Da müsste ich bloß mal googeln, wie ich das am besten mache. Erstmal hier rein. Stehlen würde ich gerne ausprobieren. Aber Analyse, TP-Boost, Glut. Okay, lassen wir es erstmal. So levelt sie zumindest, auch wenn sie so nicht viel bringt. Natürlich. Stamp bestimmt auch, oder? Stamp ist cool. Hey, besonders Kupo. Die Abenteuer von Stamp, dem treuen Hund, vor. Jo, lies mal. Mein Name ist Stamp. Ja, das ist klar. So, warte mal kurz. Das hier sind wohl die, gegen die wir kämpfen können. Das hier ist das Hauptquartier, wo wir gerade rauskamen. Jupp. Kampfsimulator, alles klärchen. Schildkrötenparadies. So viele sind das gar nicht, ne? Ich meine, ihn hier unten haben wir. Da ist noch. Drei sehe ich davon insgesamt. Ich weiß, wir wollen die Story weitermachen. Ah, Kiri! Fordert die einzigartige Kiri für nur 3 Geld zu einer Partie vor Condor heraus. Kiri versucht echt überall Geld zu machen, ne? Überall. Eine Runde vor Condor. Kommt sofort. Das macht... Bist du neu hier? Deinen Klamotten nach kommst du vom Kinderhort? Hä? Vom Kinderhort? In meinen heißen Designerklamotten? Ah, verstehe. Du hast einfach nur keinen Geschmack. Arrogantes Midgar-Pack. Was? Hey, willst du eine Runde vor Condor mit mir spielen? Ich will üben und stärker werden. Von mir aus gerne. Aber mich herauszufordern ist nicht umsonst. 3 Gil kostet eine Runde gegen mich. Dieses geldgierige Kleine, naja, das ist halt Kiri. Okay. Jo, bis Dating. Probieren wir es einfach mal. Match beginnen. Das ist typisch Kiri. Ja, ich würde das schon gerne mitnehmen. Irgendwie gehört das ja anscheinend dazu. Okay, den fangen wir mal an. Platzieren wir. Bis jetzt kommt hier anscheinend nichts Tolles, oder? Warum setzt sie nichts ein? Oh, Wachhund dazu. Jetzt setzt sie Einheiten ein. Okay. Sie scheint ein bisschen stärker zu sein. Na. Nachteil. MG-Drohne. Okay, Kiri wartet ab. Oh, sie hat Lufteinheiten. Ist ja irgendwas im Vorteil gegen? Nee, ne? Okay, wir nehmen einen Grenadier. Eins nach dem anderen, bevor ich jetzt alles rausballer. Oh je. Die knallt alles hier rauf. Okay. Nachteil. Nehmen wir mal einen Wachhund. Oh Gott. Die knallt alles hier hin. Das ist nicht gut. Okay, Kiri ist in der Tat nicht so einfach, wie ich dachte. Was hat die denn für Einheiten? Okay, noch eine Drohne hinterher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh, okay. Was ist denn das? Was sind die Feinheiten? Ich habe überhaupt keine Chance. Die flanken mich ja so weg. Was ist das? Okay. Das ist, wie mies ist das denn? Okay, das war eine Niederlage vom Allerfeinsten. Okay, warten wir mal. Erstens. Das sieht man ja hier. Soll ich mal drauf achten? Ja, guck mal. Meine sind 2, 2, 3, 2, 3. Und ihre 2, 4, 5 teilweise schon. 4, 4. Wow. Kann ich da was ändern? Ja, das ist vielleicht ganz gut. MG-Drohne, Granatwerfer. Ich habe nichts anderes.
Außer den Luftkommandanten, den kann ich natürlich auch, aber ansonsten? Das sind die ATB-Einheiten, die er braucht, ne? Aber umso höher, umso stärker sind sie natürlich. Sturmgardist. Die Gardistenkaserne habe ich gar nicht, wie es aussieht. Oder? Nö. So, den kann ich gar nicht auswählen, weil wir ihn schon drin haben, ne? Boah, so hat das keinen Sinn. Erstmal abbrechen. Ich weiß nicht, ob man noch irgendwo neue Figuren herkriegt. Na, wie gefällt dir das? Aber so hat es natürlich keinen Sinn. Okay, gucken wir uns hier erstmal weiter um. So hat das absolut keinen Sinn. Ich brauche stärkere Einheiten. Hier ist ein Krämerland. Vielleicht verkauft er ja Figuren. Guck mal, wir kennen den Guten ja hier. Waren wir mit Cloud ja auch? Wow, das ist ja mal ein cooler Umhang. Na gut, er verkauft Materia jede Menge. Wiederbeleben, behandeln, TP-Boost. Okay, aber jetzt nichts Wichtiges? Okay. Ich weiß nicht, ob man die Figuren irgendwo herkriegt. Schrotthandel? Da vielleicht. Da gucken wir einmal und dann geben wir erstmal hier die Hauptstory-Punkte ab. Warte mal, war das hier? Hier war's. Das kennen wir ja alles noch von Cloud. Der ist dort. Schön. Interessantes Outfit. Willst du was kaufen? Erstmal gucken, was du hast, mein Freund. Heiltrank und Äther. Aber im Angebot. Das nehmen wir mit. Wie hat er auf Lager? Steht da gar nicht. Ah, gut. Wir nehmen mal 10 Stück mit. Warte mal. Ich sagte 10. Jut. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 5000. Okay. Und Äther? Ah, dann nur ein auf Lager. Okay. Äther nehmen wir mit. So, sonst noch irgendwas? Schwermetallreif, den können wir uns nicht leisten. Und Luft, die haben wir aber. Okay. Auch keine Figuren? Ich bin satt. Sieht aber aus wie Blut. Das Spiel fasziniert mich schon, aber gegen Kiri haben wir keine Chance. Zumindest nicht aktuell. Wo soll ich denn jetzt nach der Arbeit nur hin? Kommen wir hier rein? Im siebten Himmel? Mal gucken, ne? Was ist das denn? Offenbar nicht, oder? Da, ciao, bist du das? Ich habe eher den Eindruck, die Mäulchen verschwellen uns im Weg, weil wir geschichtlich hier nicht rein sollen. Ich habe nur die gleichen Nachrichten. Wäre Jesse. Ich nur mitgegangen. Aber ich will. Das ist Jesse. Das dauert zu lange. Sie sollten schon längst zurück sein. Hm? Wartest du auf jemanden? Wurdest du vielleicht versetzt? Als würde man mich ver. Sag mal, wer bist du denn? Sorry, aber ich habe gerade richtig schlechte Laune. Lass mich lieber in Ruhe. Okay. Ja, wir haben ja erfahren, dass es kurz nach dem Reaktor, wo du heißt. Berit und Tifa sind wahrscheinlich auf dem Weg hierher und sie musste ja zu Hause bleiben, weil sie verletzt wurde. Stimmt. Ja, alte Fabrik ist das. Hier ist noch jemand. Ich weiß nicht, wer das ist. Okay. Ich muss erstmal gucken, ob ich irgendwo neue Figuren herkriege. Bevor ich mich hier jetzt nochmal mit irgendjemand anlege. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier runter. Da hatte ich ja eben überhaupt keine Chance. Kiri hat mich ja so weggerubbelt. So, hier sollte ein Hauptquest-Teil sein. Irgendwo. Ja? Schon wieder. Okay, schön. Oh Gott, ich kann mir schon denken. Paradies, Paradies, wir sind im Schildkrötenparadies. Oh, hallo, junge Dame. Hast du etwa alle meine Flyer gefunden? Flyer? Meine Flyer! Nur wenn du alle 6 Flyer des Schildkrötenparadieses findest, erhältst du einen fantastischen Preis von mir. Bist du nicht deswegen hier? Nicht wirklich. Vielleicht kann ich ja dein Interesse wecken. Im Rahmen meiner aufregenden Schnitzeljagd habe ich 6 Flyer des Schildkrötenparadieses überall in den Slums von Sektor 7 verteilt. Wer sie alle findet, für den habe ich einen unglaublich tollen Preis vorbereitet. Genau! Doch wegen der Vorfälle in den Mako-Reaktoren ist Wutais Image in Midgar angeschlagener denn je.
Irgendwelche Strolche haben deswegen meine Flyer versteckt und so hat noch niemand die Schnitzeljagd gewonnen. Ach, echt? Ach, aber was soll man da schon machen? Andererseits ist das natürlich die Gelegenheit für dich. Willst du nicht versuchen, alle meine Flyer in den Slums von Sektor 7 zu finden und die erste Person sein, die sich den Preis schnappt? Hier, so sehen meine Flyer aus. Schick, oder? Versuch doch mal, alle 6 von ihnen in den Slums von Sektor 7 zu finden. Der Preis gehört so gut wie mir. Sag mal, junge Dame, du hast nicht zufällig Kondormünzen bei dir? Ich bin nämlich ein passionierter Sammler, musst du wissen. Gerne überlasse ich dir im Tausch ein paar nützliche Gegenstände. Hierfür sind die Münzen also gut. Und gut, und die Flyer finden wir schon? Ja, Kondormünzen. Er ist also quasi der Mukri-Händler hier, sozusagen. Gut, hier, guck mal, hier gibt's die Figuren, zumindest 2. Alpha-Laser-Schütze, Rarität, Stern 1. Ein Kommandoeinheit im Spiel Fort Condor greift Gegner in der Nähe mit einem Salto-Tritt an. Trotz ihrer geringen Angriffskraft verfügst du über genug TP für den Kampf an der Front. Eine stationäre Schützeneinheit im Spiel Fort Condor, die weit entfernte Gegner mit einem Laser angreift, nimmt fortwährend Schaden. Den würde ich gerne mitnehmen, weil eine Münze haben wir. Sehr schön. Und ansonsten hat der Gute auch nichts, ne? Nein. Fort Condor soll in den Slums total beliebt sein. Okay. Eine Notiz zum Schildkrötenparadies. Mal einen Moment. Gegenstände. Das müsste Schlüsselgegenstände sein. Condor-Münze. Magiebrett, Anfängerparadies. Das sind die ganzen Figuren. Ah. Wusste. Ein paar Hinweise vom alten Schnapper zu den Flyern. Ein paar Kinder haben einen Flyer versteckt. Zweitens, einer ist an einer Tafel angebracht. Drittens, einer hängt an einem Gebäude, das eine gute Bekannte vom alten Schnapper verwaltet. Viertens, der aus der Piepengasse wurde von einer Katze geklaut. Fünftens, einer hängt in der Nähe der alten Fabrik. Und sechstens, einer schwebt in der Luft wie Ballon. Ey, von ein paar Kindern. Man, Kinder sehe ich da, aber hier sind überall Kinder. Hier riecht's nach Schildkrötenparadies. Was ist denn? Ah, wir kriegen Hinweise. Okay. Warum ist das böse? Also, das ist schwer. Dahinter? Das coole Mädchen, das du letztens getroffen hast. Hab ich dich, du Schildkröte. Die Mucke. Schön. Die Mucke. Okay. In der Fabrik war noch einer. Einer hing noch in der Luft, aber... Gut, da wir Hinweise kriegen, müssen wir ja rein theoretisch eigentlich nur alles ablaufen, ne? Okay. Gehen wir erstmal hier lang. Heute geht's wieder nicht nach. Sing da weg, du eine Schildkröte. Ich will den Ballon haben. Ach, die fliegt jetzt so hoch. Ist schon gut, meine Kleine. Ah, warte mal. Die anderen sind bestimmt bald zurück. Ihr vermisst Cloud, oder? Für Witch? Nimm das! Okay. Das ist halt so ein kleiner Mini-Auftrag, ne? Wo ist denn das jetzt gelandet? Hier drüben? Ja. Nichts bleibt einem Ninja verborgen. Oh, ich muss nur niesen. Entschuldigung. Ich wollte mir ein Alleskönnerschwert bauen. Ein Alleskönnerschwert? Jetzt geht das wieder los. Okay, hallo, Witch. Ist schon gut. Na, kommt her, meine Kleinen. Mietz. Sag mal. Tut mir leid. Ich bin gerade mit etwas sehr Wichtigem beschäftigt. Entschuldigung, Witch. Aber wir kennen uns. Naja, du kennst Yuffie nicht, aber ich kenne dich. Ah, Sturmgardisten Kaserne. Sieh mal eine an. Ich will mir auch eins basteln. Paradies. Sieh mal eine an. Gut, hier haben wir was. Paradies, wir sind im Schild. Okay, die scheinen hier ja alle Big Fans zu sein. Hast du gehört? So, dann gehen wir mal hier weiter gucken. Die finde ich schon. Allgemein ist es cool, hier nochmal rumzulaufen. Was sind wir denn jetzt? Okay, auf dem Weg zur Fabrik. Das sollte ja sowieso was sein. Da
Das haben wir ja gelesen. Ist das hier der Eisenbahnfriedhof? Was sollen wir denn jetzt nur machen? Ich glaube, der war dahinter, ne? Hey, hierher! Irgendein Trottel hat versucht, einen Flyer in der Fabrik zu verstecken und ist prompt angegriffen worden. Mit den Biestern ist nicht zu spaßen. Du hältst dich besser auch fern. Weimar, mein Jung. Lang nicht gesehen. Durch die Explosionen sind die Ungeheuer ziemlich gereizt. Wo ist denn nur der Alleskönner, wenn man ihn braucht? Der schäkert gerade mit Eris. Der wird sich schon irgendwann melden. Immer mit der Ruhe. Was ist? Pass auf dich auf. Dann gehen wir rein. Hier ist definitiv irgendwo einer. Okay, das ist nett. Man hört die Mucke, ja? Ich mag solche Nebenaufgaben. Okay, hier wird es leiser. Wie sind wir? Nimm das! Aber hier liegt noch eine Materia. Dankeschön. Einmal Chakra. Okay, die kennen wir schon von Tifa. Die bringt leider nicht mal allzu viel. Komm mir nicht in die Quere! So, bei ihr will ich die Fähigkeiten noch hochkriegen. Das war der... Ich glaube, der Flammen-Ninjitsu. Ich müsste gleich nochmal gucken. Immer mit der Ruhe. Hey. Okay, lässt du mal los. Danke. Ja, würde ich gehen. Hör auf, mich zu fressen, Mensch. Kannst sagen. Ich glaube, was war wirklich der Flammen-Ninjitsu? Gucken wir mal. Okay. Das Viech ist schlimmer als ein Propeller. Warte. Einen Moment. Magie. Ich werde vom Vitra brauchen. Na, warte! Zieh die Leine! So, machen wir nochmal. Flamme der Ninja! Wie ist das? Schön. Stufe 26. Schön. Das gibt Bären-Flashbacks. Wunderbar. Ich will nur mal kurz gucken. Ich war mir nicht so sicher, ob es der Elementar... Doch, ist er. Alles klar. Das ist er. Nimm das. Hier ist er auch nicht. Aber hier muss es irgendwo sein. Ich höre doch die Mucke. Ich meine, hier war ja auch mit Cloud irgendwie was... Vielleicht sollten wir mal Analyse benutzen, ne? Frostroll ist klar. Haben wir gar nicht dabei, wir haben nur Feuer. Schön. Ja, hier auch nett. Die Musik ist hier aber irgendwo, ich höre sie. Ah, okay. Ja, ja. Das sieht am Portal nicht gut aus. Zieh die Leine! Hier war auch bei Cloud was Besonderes. Ich weiß nicht mehr was. Wie ist das? Jetzt ist Schluss. Was hatten die nochmal für eine Schwachstelle? Das weiß ich auch nicht mehr. Einmal Analyse. Ist ja schon so lange her. Auf Frost. Alles Frost hier. Und ich leg Feuer. Da kommt Freude auf. Da kommt wirklich Freude auf. Okay, trotzdem müssen wir weiterhin einsetzen. Weil wir halt das Ding hochskillen müssen. Jetzt bin ich sauer. Die kommen schon wieder mit ihrem Giftzeug da. Seh nix. Okay, aber zumindest können wir es hochskillen. Oder auch nicht. Verdammt! Stabil, die Viecher. Oh. Ich hätte mal Frost anlegen sollen. Geh mir mal weg vom Leib hier. Oh Mann. Ich habe noch versucht auszuweichen. Okay, ich brauche definitiv Giftschutz. Nein, 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 du komm mal raus. Ich will mich heilen, du komm noch mal raus da. Das kann nicht sein. Alter. Das sieht aber gar nicht gut aus. Ist man da erstmal festgesetzt? Ich glaub's ja nicht. Vitra, schön. Leg dich nicht mit uns Ninja an!
muss mir was einfallen lassen. Viecher sind nicht ganz ohne. Vielleicht kann ich ja wenigstens ein bisschen was mit Feuer machen. Probieren. Jetzt wird's heiß. Nicht wirklich, okay. Boah, ist das übel. Okay. Na toll. Keine ATB-Leiste und gleich tot? Wenn ich das vorher gewusst hätte. Ein Moment. Ich will doch nur die ATB-Leiste auffüllen. So, einmal Vitra. Feuer hat leider nicht wirklich was gebracht. Jetzt bin ich sauer. Ich muss den Viecher wirklich ausweichen. Okay. Alter, die klimmen einem auch regelrecht am Arsch. Zieh die Leine! Verdammt! Jo. Okay, nicht so einfach wie die anderen Gegner. Warte mal, der macht einen Schädenhausschwung. So, Vidra. Mach dich auf was gefasst! Das kann ja was werden. Vor allem, wenn sie... Hab ich irgendwas an Gegenständen? Gegengift? Na gut, aber es wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Wirkt nicht bei sehr starken Gegnern. Ja, gut. Hilft mir herzlich wenig. Fertigkeiten. Ich will das ja hochskillen, ne? Machen wir es nochmal. Name der Ninja! Wie ist das? Ich muss wirklich Abstand halten. Die Leine! Die wollte ich nicht. Boah. Okay. Wie ist das? Ich muss hier wirklich ein bisschen ausweichen und so. Geht nicht anders. Die Leine! Leg mich. Nein, genau, damit sowas nicht wieder passiert. Okay. Lass mich doch mal weg hier. Okay, aber diesmal habe ich zumindest. Nein. Gut, nimm den Vita. Mach mir nichts. Ist alles nix? Hab ich dich. Geht ja nicht anders. Okay. Das Ding fliegt da noch rum. Ich muss hier wirklich abschauen. Es geht nicht anders. Alter, die Viecher sind blitzschnell. Benutz mal ein super Trick. Naja, sicher ist sicher. Gott, das bringt ja gar nichts. Zieh die Leine! Wenn ich zumindest den einen da mal loswerden würde, ne? So, Gegenstände, nochmal ein super Trick. Zur Sicherheit. Zumindest macht das Ding da... Jo, den haben wir. So, macht das Ganze doch schon etwas angenehmer. Nein. Komm schon, Yuffie. Jetzt reiß dich mal zusammen. Das kannst du aber laut sagen. Boah, bessere Tränke. Was machen die für einen Schaden? Du kannst gleich nochmal einen Trank hinterherjagen. Die Viecher kleben einen aber auch regelrecht am Arsch. Okay. Gleich nochmal. Hab nichts gemerkt. Aber komm halt auch wegen dem Gift, den wir drauf haben, ne? Aber sie ist gleich im Limit, das ist ja schon mal was. Ich kann echt nicht ran an die Viecher. Das macht das so übel. Okay. Hab ich dich. Aber die kriegen zumindest so gut Schaden, also ist mit Sicherheit nicht so gedacht. Aber es hilft. Es hilft. Auch wenn es so nicht gedacht ist. So, warte mal. Wie viel Ether habe ich denn? Das kann ja so wenig ein. Naja, das ist alles nix. Damit ich mich mal anständig heilen kann. Das kann ja so nicht weitergehen. Tränke bringen ja gar nichts. Leg dich nicht mit uns Ninja an!
Zieh Leine! Was? Nein. Ist das? Sei, lass echt nicht ran an die Viecher. Das kann nicht sein! Hab ich dich! Das ist das Übel. Ich hoffe, dass ihr zumindest. Muss ja. Hier, der Flyer ist. Okay, Helma. Wir sind aber auch zum Glück gleich im Limit. Den kriegen wir ihn vielleicht platt. Ich fange erst richtig an. Okay. Das Viech ist aber auch sowas von schnell. Hab ich dich! Okay. Durch das Anfangsversuch hat mit dem Flammen-Nijitsu funktioniert das nicht. So war es aber auch nicht gedacht. Alter, du mach mal einen Abflug hier. Die Viecher sind übel. Ist das eine Art Brust oder sowas? Es ist leicht himmlisch, was ich hier mache. Ich weiß, es ist, geht nicht anders. Oh Gott. So, nimm nochmal einen Supertrank. Zur Sicherheit. Jetzt ist Schluss. Das Viech ist auch so gut wie tot. Jetzt bloß keine Fehler mehr machen. Ah, Gott. Ja, geht doch, Alter. Nicht übel, oder? Das kannst du keinem erzählen. Ich habe das gewaltig unterschätzt. So, Erstschlag. Das ist schon mal was Schönes. Da geht's schon langsam los. Und hier ist der Flyer. Alter, das ist das Klickchen. Dann nimm mal mit. Entdeckt. Die Mucke. Schön. Das kannst du keinem erzählen, echt nicht. So, wo die anderen sind, müsste ich gleich echt mal gucken. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir noch gießen. Zumindest gibt es nochmal ein Gegengift. Ich hätte es vielleicht benutzen sollen, weil wir nur ein Gegengift hatten, wollte ich mir den halt sparen, ne? Da kam wieder so ein bisschen der Item-Geiz durch. Bloß kein Item benutzen, wenn es auch anders geht. Jetzt kommt Yuffie! Zieh die Leine! Okay. Aber wir kennen's ja. So, das war nur normale Rad. Das war doch ein Klacks. So, die nehmen wir noch mit. Schön. Gab zumindest eine Phönixfeder. Bringt uns herzlich wenig, wenn wir alleine sind. Es sei denn, die benutzen sich ja automatisch. Die Mucke hier, Alter. Das hört sich an, als wird Rammstein hier ausgebrochen. Es ist aber gut. Das wenn. Ja, die Bank ist jetzt ein Träumchen. Da gucken wir gleich auch mal rein. Wunderbar. Ach, ich liebe diesen Herausfordernden. Ein Biesle. Das wäre sicherlich einfacher gegangen. Habe ich den denn mittlerweile mal geskillt? Na, noch nicht ganz. Da fehlt noch ein Fitze. Gut, im Angebot ist gar nichts. Und na, da haben wir 10, da haben wir eine. Das bringt uns aber auch herzlich wenig, ne? Also gut. Erstmal weiter. Wo war denn der Ausgang, wenn ich fragen darf? Moment. Hier durch und dann alles klar. Da ist er. Okay, okay. Ist er. Die Fabrik ist noch genauso verwirrend, wie sie im Hauptspiel war. Mhm. Oh, raus hier. Sich tatsächlich als nützlich erweisen. So, ich habe keine Ahnung, wo die anderen sind. Wo versteckst du dich denn nur, mein Freund? Alles klärchen, der sucht Cloud. Das ist der Irre. Was hat er denn da aus seinem Motorrad? Ist das sein Sitz? Also mein Freund möchte ich nicht sein. Ist ja aus dem Kuchen oder sowas. Hallo, junge Dame. Sag mal, du kennst nicht zufällig meinen überaus guten Freund? Du gehörst zu Shinra, oder? Mein Name ist Loche, meines Zeichens Geschwindigkeitsjunkie. Und du, junges Fräulein, riechst massiv nach Ärger. Aber keine Sorge,
Ich bin gerade nicht im Dienst. Ich warte hier auf meinen Freund. Wie heißt er denn? Ach, wenn ich das nur wüsste. Seinen Namen hat er mir nie verraten, aber in unser beider Herzen lodert das gleiche Feuer. Seine Liebe zu seinem gigantischen Schwert wird nur noch von seiner Liebe zum Motorrad übertroffen. Das ist toll, aber sag mal, magst du nicht eine Runde vor Condor mit mir spielen? Vor Condor! Ich würde ja gerne eine Runde mit dir spielen, aber an meinem heißen Motor würdest du dir nur die Finger verbrennen. Üb vorher lieber noch etwas. Ist auch genauso irre. Das Schildkrötenparadies! Es ruft mich! Ja, ist auch genauso irre. Wie schön, dass sie den nochmal eingebaut haben. Das freut mich. Warte mal. Ja, ich wollte hier beim Bahnhof mal gucken, ob da was ist. Ah, ich liebe diese ganzen Anspielungen auf das Hauptspiel. Loveless. Ob das eine Anspielung ist auf das Theaterstück, was Jesse ursprünglich mal als Rolle hatte, bevor das alles mit Evelyn losging? Wäre zumindest möglich. Boah, ich würde es ja feiern, wenn wir hier noch irgendwo auf Johnny treffen. Das würde ich ja feiern. Ein Mogri. Na, herzlich willkommen. Was hast du denn so Schönes? Eltern, die haben alles Gleiche. Okay, tschüss. Ertappt. Nee, hier hinter. Hier hinter irgendwo war der Eisenbahnfriedhof. Was? Wenn ich die Miete heute nicht zahle? Naja, das hier hinter ist er. Kommen wir nicht hin, ne? Nee, ist nicht mal auf der Karte. Weiter. Tut mir leid, aber hier ist Sperrgebiet. In dieser Richtung gibt es wilde Bestien. Hier kannst du leider nicht. Das war der Eisenbahnfriedhof. Gut, Zug ist nicht da. Was? Alter, ey. Pünktlich zu Arbeit. Aber wenn man danach geht, sind hier überall Leute, die man heraus. Naja, eigentlich nur die drei. Der Zugverkehr wurde aufgrund des Vorfalls. Wenn die Anschläge nicht. Das ist doch nicht. Vielleicht nehme ich mir den Tag. Jojo. Das ist der Bahnhofsplatz. Ich hab endlich einen Job. Gut, aber wir wollen ja in erster Linie diese Story machen. Außerdem steht Rebirth in den Starlöchern. Ich kann hier jetzt nicht gegen jeden Einzelnen kämpfen, sonst kommen wir leider nicht rechtzeitig zum Ende. Aber cool ist das Spiel schon. Da müsste man sich ja wirklich... Hier ist das irgendwo. Genauer beschäftigen. Hier hinter? Ach, da unten, das habe ich gar nicht gesehen. Entdeckt. Dachtest wohl, du könntest dich verstecken. Schön. Ach Gott, das ist der Shindra-Boss. Naja. So, wir haben jetzt, glaube ich, 4 Stück. Ich muss mal gucken. Wir gehen noch einmal kurz auf Gegenstände. Schlüssel gegen Stände. Ich will noch einmal in die Notiz gucken. Kinderflyer haben wir. An der Tafel, den haben wir gerade eingesammelt. Hängt an einem Gebäude, das eine gute Bekannte vom alten Schnapper verwaltet. Gut, dann müssen wir mal gucken, was das damit gemeint ist. Also mit der Katze fehlt noch. In der alten Fabrik haben wir und in der Luft. Es fehlt nur das mit dem Gebäude und das mit der Katze. Katze habe ich vielleicht eine Idee, aber auch nur, weil wir das Hauptspiel gespielt haben. Und zwar da vorne, wo der Schrotthändler ist. Da ist im Hauptspiel auch die eine Katze reingerannt. Überrascht. Das wäre zumindest das, was mir jetzt so einfällt auf die Schnelle. Mal kurz gucken, war das hier durch? Was, Punkt? Ne, da kommen wir her. Ich glaube, hier war das. Bin mir nicht ganz sicher. Oh, warum? Er kann sie bestimmt nur nicht. Johnny scheint echt nicht. Kennt ihr einen Typen namens B? Ah, Johnny ist gar nicht hier, das habe ich gerade gehört. Johnny scheint echt nicht zurückzukommen. Warum nicht, Johnny? Warum nicht? Johnny, du bist echt... Also, genau, Johnny, du bist... Ja, hier war das. Ich will dich wieder haben, Johnny. Ich mag Johnny. Da, da. Warte, du kleiner Dieb! Wusste ich's doch. Da. Und wo ist jetzt dieser Flyer? Gute Frage. Aber, was ist mit dem Gebäude gemeint? Wir haben ja alle Flyer hier in der Hand. Business. Die Mieze hat den Flyer nicht. Nö, nö, das ist die Business-Mieze. Falsche Mieze. Ja, gut, ich müsste ja nicht nur gucken, ne? Das ist der Flyer definitiv auch nicht. Die streiten sich da auch um irgendwas.
Ein Stamp-Magazin, alles klärchen? Was ist die Mieze denn? Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Kann das sein, dass ich alle Miezen einmal ansprechen muss, bevor die richtige auftaucht? Würde ich Square Enix zumindest zutrauen. Da ist sie doch! Gut, dass ich zur Kiste hin bin. Haha, entdeckt! Ja gut, keine Miete lässt sich gern ich was weg. Den Flyer! Schön. Aber in einem Gebäude, was eine alte Bekannte des Schaltenschnappers, woher soll ich denn wissen, was seine alte Bekannte ist? Alter, das könnte ein Problem werden. In der Tat, das ist Kiri. Die Vermieterin, die in dem Kleid gehört zu den... Warte mal, wann sie gerade sagte, die Vermieterin. Eine alte Bekannte. Ich wüsste nur eine alte hier. Da ist Shetley. Da ist es. Suche nach Kandidaten. Unser Wischmob hier. Da, dort, da, da. Das Schildkrötenparadies. Es ruft mich. Tatsächlich. Okay. Schön. Hier treiben sich in letzter Zeit ein paar ziemlich großspurige Möchtegerne rum. Ein Wachhund kann nicht schaden. Alles klar, sie hat ihren Hund auf... Okay. Da hängt der Flyer an der Wand. Und der Hundi bewacht ihn. Alles klärchen? Tipp, lass dich nicht vom Hund bemerken. Leg dich mal hin. Danke. Die Mucke hier, Alter. Okay, da ist er wieder wach. Das hört sich ein bisschen an wie so ein Schnulzenfilm wie Dirty Dancing. Oh, wirklich. Leg dich hin, Hundi, komm. Genau. Oh, da hängt der Flyer. Muss man da nur hinkommen, ohne dass Hundi wach wird? Da liegt ja schöne Stolperfalle vor. Na toll. Ey! Okay. Ich versuche am Heimer vorbeizukommen. Ja, okay, denn eben nochmal. Stehe ich doch gleich wieder hier unten. Versteck dich hinter der Kiste, wenn der Hund wach ist. Was du nicht hast. Was habe ich doch gemacht? Der Eimer hat gestört. So, Hundi, genau. Der wacht aber auch verdammt oft auf, ne? Ja, und zwar bei jeder einzelnen Kiste. Okay. Chick, chick, chick. Die Mucke hat mich abgelenkt. Ich bin unschuldig. Was? Der ist noch wach? Der hat sich doch gerade wieder hingelegt. Das ist voll der Mobbinghund. Ich dachte, ich habe jetzt einen Rhythmus erkannt. Jedes Mal, wenn ich eine Kiste betrete, wird er kurz wach, legt sich wieder hin und ich kann weiter. Aber Boostegum. Manchmal bleibt er auch länger wach. Man muss echt warten, bis er liegt. Okay. Doch nicht so einfach. Genau, leg dich hin. Und gerade da steht ein Eimer, ne? Jo, bleib hier hinter. Diese Schnulzenmucke lenkt mich ab. So, Wuffi, leg dich hin. Danke. Der wacht aber wirklich sehr schnell auf. So, jetzt gleich hier vorbei. Und gleich anklicken. Was war knapp? Der Eimer. Der Eimer. Das darf nicht wahr sein. Der Eimer steht natürlich wieder da. Okay, das... Oh, es tut mir leid, Leute. Das ist okay. Ah, ja. Naja, aber ich will storytechnisch auch weiterkommen. Das Spiel ist zwar schon cool, muss ich sagen, dieses Fort Condor. Aber wenn ich jetzt wirklich gegen jeden Einzelnen hier spielen würde, aber das mit Flying würde ich... Dann wären wir wahrscheinlich in 10 Folgen noch hier bei den Spielen. Wie soll ich denn am Eimer vorbeikommen, ohne dass der Hund was bemerkt?
die Mucke. Na, der steht noch. Boah, das ist das Miese. Der täuscht an, der Hund. So, jetzt nicht den Eimer berühren. Da, danke. Geht doch. Was willst du denn mit dem Flyer? Und wer bist du überhaupt? In letzter Zeit spielen irgendwelche Flegel Streiche mit den Flyern vom Schildkrötenparadies. Gehörst du etwa zu denen? Oder verfolgst du den Alleskönner? Ein hübsches Gesicht hat er. Ich verstehe dich ja. Aber spar dir das lieber. Der Kerl ist den ganzen Ärger einfach nicht wert. Wenn man wissen will, was in dem vorgeht, braucht man entweder viel Geduld oder rohe Gewalt. Männer wie den gibt's wie Sand am Meer. Da verbiegt man sich und tut und macht und am Ende... Ich will aber gar nichts von diesem Alleskönner. Was willst du dann hier? Ich hab mich verlaufen. Aber ich finde den Weg schon. Das war der letzte Flyer. Gut, dann wollen wir mal. Jo, zum alten Schnapper zurückkehren. Allerdings müssen wir Chatley auch noch machen. Okay, dann bin ich mal gespannt, was wir kriegen. Schön, schwemmt sie erstmal von Cloud, ohne dass es zugibt. Oh, sieh an! Du hast ja alle Flyer gefunden. Jo. Einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs Flyer sehe ich hier. Wundervoll! Damit bist du die erste Person, die alle Flyer gefunden hat. Herzlichen Glückwunsch! Den Preis hast du dir endlich verdient! Ich wusste natürlich, dass ich alle Flyer finden würde. Kinderspiel! Naja. Ich hab fast vergessen. Hier, ein kleines Geschenk. Das sind doch Dachau-Bohnen. Soll das etwa heißen, dass du... Ich verstehe. Einen Ninja trifft man selten in dieser Stadt. Ich würde dich ja liebend gerne auf ein Glas in meine Bar einladen. Aber du hast sicher viel zu tun. Außerdem siehst du noch zu jung aus, als dass ich dir mit gutem Gewissen etwas anbieten könnte. Wenn du noch ein paar mehr Abenteuer hinter dir hast, komm ich doch mal wieder hier in Midgars Schildkrötenparadies besuchen. Ich serviere dir das köstlichste Essen und die besten Getränke außerhalb Wutais. Amplifikation haben wir gekriegt. Okay. Jetzt muss ich aber wirklich einmal kurz gucken. Heile muss auf jeden Fall drin bleiben. Genauso wie Analyse. Amplifikation können wir jetzt nicht reinmachen. Ach, die war das. Drücke im Kampf L1, um die Wirkung wieder auf 1... Alles klar, ja, dass es auf mehrere Gegner geht. Das will ich definitiv reinhaben. Allerdings kann ich aktuell nichts rausnehmen. Wir brauchen jetzt bessere Waffen. Lalala. Ja, gut, hier vorne ist Chatley. Nee. Wo war Chatley jetzt? Hier geht die Hauptstory weiter. Das ist Chatley, ne? Jo, Kampfsimulator. Den einmal vorbei. Und den. Ja, ja, durch das ganze Hin und Her hier sind wir jetzt mal fast eine Stunde. Suche nach Kandidaten. Suche nach Kandidaten. Jo, Chatley, dann such mal weiter. Wir werden morgen gucken, was Chatley für uns hat. Ich glaube nicht, das ist nur ein DLC, dass wir so viele Aufgaben wie im Hauptspiel kriegen, aber vielleicht doch. Lass uns überraschen. Wir gucken, was er hat. Und dann geht's hier weiter mit der Story. Auch wenn mich das Spiel jetzt wirklich fasziniert, aber sonst kommen wir hier leider nicht weiter. Ich kann nicht die ganze Zeit jetzt gegen alle Leute kämpfen. Das geht nicht. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.